Hallo und recht herzlich willkommen. Kein Schock, kein Schock. Ja, ich bin der Max Schmiedl. Vielleicht kennt ihr mich noch von Taxi Orange. 20 lange Jahre ist es her. Und heute gibt es ein Wiedersehen mit Magenta, mit der Mama und viel, viel mehr. Max und seine 12 Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben im September 2000 mit dem Projekt Taxi Orange österreichische Fernsehgeschichte geschrieben. Die damalige Programmintendantin Katrin Zechner hat mit der Beauftragung der ersten Fernseh-WG eine mutige Entscheidung getroffen. Und gewonnen. 1000 Bewerberinnen und Bewerber wollten Teil der ersten Reality-Soap Österreichs werden. Das Leben im Kutscherhof folgte der Programmidee von Mischa Zickler und war wie ein Lockdown, nur ohne Corona. Die Produktionsfirma Interspot hielt mit 32 Kameras und 48 Mikrofonen das Leben minutiös fest. Dodo Roscic und Oliver Auspitz moderierten die allabendlichen Shows. Beide arbeiten nach wie vor erfolgreich im Hintergrund von Fernseh- und Filmproduktionen. Im Zuge der großen wöchentlichen Live-Show wählte ganz Österreich den beliebtesten WG-Bewohner der Woche. Es tut mir leid, Tante. Der konnte sich über seinen Sieg nur kurz freuen, denn er musste einen seiner Mitbewohner aus der WG werfen. Das führte zu dramatisch emotionalen Szenen. Die Kutscherhöflinge hatten keinen Kontakt zur Außenwelt, außer sie saßen im Taxi, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zwei stinknormale Taxis wurden dafür aufwendig zu fahrenden Studios umgebaut. Während der Fahrt mit dem Fahrer zu sprechen, war erlaubt und erwünscht. Du heiratest ja dann, wenn es draußen ist, stimmt's? Meistens verzögerte sich die Ausfahrt ein wenig, denn über die Wochen wurden die Taxler zu absoluten Stars. Nach 75 Tagen war die einzige WG am Ende nur noch ein Zwei-Personen-Haushalt. Magenta und Max waren übrig geblieben. Das Publikum machte Max Schmiedl über Nacht zum Millionär, also Schilling-Millionär. Egal, denn er spendete die gesamte Summe. Ich sehe von dem Geld nichts und das kriegen alles die Kinder. Zum 20-Jahre-Jubiläum blickt Taxi Orange-Gewinner Max Schmiedl mit einigen WG-Mitbewohnern zurück. Wir starten mit der Taxi Orange-Legende, Robert. Ich freue mich auf unsere Mama. Die Mama Robert war damals 27 Jahre alt. Er beschrieb sich als lustig, offen und liebenswert. Wie geht's dir nach 20 Jahren? Gut geht's mir. An was erinnerst du dich damals? Hast du noch Erinnerungen? Wahnsinnig viel. Und ich erinnere mich so gerne zurück. Es war so eine lustige Zeit, so wie eine Schullandwoche. Die graue Welt lag hinter dir. Orange ist unsere Stadtoase. Und wir waren ja wirklich ein cooler Haufen. Und ich bin unheimlich gerne mit dem Taxi gefahren, weil das ein bisschen Freiheit bedeutet hat. Ja? Ein bisschen rauskommen, ein bisschen was anderes sehen. Geht's bummeln? Ja, das ist sicher. Genau, jetzt hören wir dann einmal frühstücken und Mittagessen. Frühstück und Mittagessen. Was ist zum Beispiel ein Highlight, ein positives Highlight? Autokino. Weil? Autokino war total nett. Ja, da sind wir ins Autokino gefahren und da haben wir natürlich, da waren wir ähnlich unter Leute. Ja. Oh la la, wir fahren ins Autokino. Oh la la. Oh, wir fahren ins kleine irgendwo. Wow. Und dann kann ich mich nur erinnern, ich war ganz hysterisch. Ach, meine Autogrammkarten sind ausgegangen. Nicht? Oh, ihre Problem. Meine Autogrammkarten sind aus. Oh. Dann hat der Walter doch gesagt über Funk: Mama, bei der nächsten Kurve, biegen wir an, wir reißen davon. Also wir reißen ab quasi. Ne? Und ich dachte, das können wir nicht machen, wir müssen da einfach jetzt auf der Spur scheren und einfach davonfahren. Ich meine, das ist ja ein Skandal. Und man dachte, ja, einreißen, aber eigentlich gar nicht so schlecht, das ist eigentlich ein lustiger Skandal. Mama, wir haben einen Plan, hoch zu. Wir reißen in der nächsten Rechtskurve scharf auf. Du uns hinterher. Wir haben es nicht gemacht, ja. Und negativ, hast du auch was in Erinnerung, was dir nicht so taugt hat? Oder? Naja, nee, die Geschichte mit der Zeche. Super, echt super war das. Entschuldigung, ich tue sie nicht absichtlich.
Ja, nicht mehr Zieh raus. Wurscht, ich spiele nicht mehr. Mir reicht's. Ich würde eine Grippe spielen von euch. Entschuldigung. Ja, passt schon. Spielt weiter. Das machen wir bleibt. Nein, mir tut das so weh, dass die blaue Zähne der Zähne da fängt. Ich habe ja geschrien, wie, weiß ich nicht, wie hätte ich ein Messer im Rücken. Und ich meine, es war wirklich schmerzhaft. Ja, wirklich. Es war jetzt, ich meine, es war vielleicht ein bisschen geringfügig hysterisch. Heute denke ich mir, oh, der Fuchs hätte da einfach mal gegossen gehalten. Aber es war ein lustiger Moment. Ein lustiger Moment für den Zuschauer, für mich. War es ein schmerzhafter Moment. Ja, daran erinnere ich mich noch. Sag, du hast ja auch gesagt, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, dass ich dich so gleich darauf angesprochen habe, auf deine Homosexualität. Ich habe gewusst, wenn ich bei Taxi Orange mitmache, ich werde meine Homosexualität jetzt nicht wirklich kaschieren können. Aber du hast doch gedacht, du kannst es ein bisschen aufheben und nicht gleich am ersten Abend. Genau so ist es. Ich habe mir gedacht, naja, die hebe ich mir ein bisschen für später auf. Die Leute sollen mich kennenlernen, wie ich bin. Und du gleich am ersten Abend. Da kann das sein, dass du vielleicht auf Männer stehst. Und ich sage, na bitte nicht am ersten Abend. Bitte nicht am ersten Abend. Wir kennen die Beziehung zu einem Mann und wir kennen die Beziehung zu einer Frau. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir das bisexuell verkaufe, das können die Leute besser nehmen als wie Homosexualität. Ich habe nie mehr auf eins irgendwie fixiert und ich bin sicherlich jetzt nicht so leicht irgendwie so einzureihen. Nicht? Weil es gibt ja so viele Schwule, die halt dann irgendwie so, ah, ich geht und Frauen und pfui und ich und so. Also das, da kann man mich nicht reintun. Man kann mir aber auch irgendwie auch nicht zu den Bisexuellen, die jetzt da so, na wurscht, was kommt, nehme ich. Und dann hast du nur gesagt, ja, aber jetzt stehst du auf Männer, oder? Und ich so, ja, klar, jetzt stehst du auf Männer, ja. Aber das weiß ich gar nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass das vor 20 Jahren noch nicht so offen war wie heute. Dass es auch extrem viel in der Gesellschaft auch bewegt hat. Robert nutzte seine plötzliche Bekanntheit und kämpfte für die Liebe. Ich habe Briefe bekommen mitunter, wo wirklich die ganze Laut aufgegangen ist. Wo Leute sich als Schwulenhasser deklariert haben und sich aber aufgrund dieser Sendung und aufgrund meiner Person in dieser Sendung sich wirklich um 180 Grad gewendet haben. Woher nehmen Sie das Recht her, zu sagen, wer gut und wer böse ist? Wollen Sie damit sagen, dass zum Beispiel, wenn zwei Homosexuelle sich lieben, deswegen Menschen zweiter Klasse sind? Warum dürfen sich die nicht lieben? Warum dürfen die sich nicht ehelichen? Das sind Punkte, ich kann sie nicht fassen. Danach, nach Taxi Orange, hast du extrem viel gemacht. Ne? Du warst beim Radio, du hast kellneriert, glaube ich, irgendwo. Alles. Alles. Ich habe nichts abbrennen lassen. Und dann habe ich mich ganz bewusst entschlossen, auch wieder in den Sozialbereich zurückzukehren, wo ich auch heute noch arbeite. Und ich arbeite wirklich sehr gerne im Sozialbereich. Aber du wärst trotzdem noch bereit, wenn jemand kommt und sagt, moderier diese Show, weil das war ja dein großer Traum ein bisschen. Oder wärst du gar nicht mehr bereit jetzt? Ja, es war mein großer Traum. Ich wollte immer sowas machen, was die Barbara Karlich macht. So eine Show haben, und mit den Leuten so reden. Na, komm, sein, oder wie war denn das? Na, ganz auf. Also das war immer schon genauso meins gewesen. Und so, na, reden wir entre nous unter uns, kommen sie her, oder reden wir jetzt nicht. Also auch so ein bisschen mit einem bisschen an lustigen Aspekt. Und so. Hast du sonst noch Kontakt zu wem anderen? Ab und zu telefoniere ich mit der Andrea oder mit der Silke. Ah? Oder auch mit der Renate. Okay, sie ist ja nicht gekommen, weißt du warum? Sie hat mir gesagt, sie will einfach, sie hat damit abgeschlossen. Und okay. Sie möchte jetzt einfach das ruhen lassen. Ist zu akzeptieren? Ist zu akzeptieren, ja. Renate war 36 Jahre alt, Kellnerin und servierte uns ihre Eigenschaften kollegial, kreativ und fantasievoll. Die Renate hat damals schon viel geraucht, wirklich viel geraucht. Und total interessant war für mich wirklich, wenn ich so zurückblicke, wir haben auch alle geraucht. Ja, unvorstellbar, wie so im Club 2 damals in den 70er Jahren. Sind wir dort gesessen mit der Chic? Heute unvorstellbar, unvorstellbar. Und es gab ja ein legendäres Gespräch zwischen Renate und mir. Genau. Und also diese Shows da, die irritieren mich wahnsinnig. Und wie gesagt, ich habe mittlerweile erkannt, sensationelles Talent. Schon, gell? Und die mir einfach denkt, ich sollte einfach einen Oscar kriegen, weil das Oscar-reif. Was, Renate? Was ist Max? Na, was ist Max? Was erzählst du über mich? Ich bin ein Schauspieler und hab geplant, dass ich rausgehen will und so. Und du hast mich durchschaut. Die Einzige, die durchschaut bist, bist du nämlich. Dass ich gesagt hab, dass du ein Schauspieler bist, stimmt ja. Du hast immer hier prophezeien von deiner Frau und Bauern, wie ehrlich man sein soll, wie der Umgang mit allen anderen ist.
Aber da kann man das kein Courage dazu, mir das ins Gesicht zu sagen. Gib mir mal ganz ehrlich zu, bist du so daheim? Wie bin ich daheim? So wie du da herin bist, sicher, bist du so daheim? So bin ich, so bin Nein, das glaube ich nicht. Ja gut, das ist dein Problem. Und das war einfach so für mich weitergeführt. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie du dann auch über mich gesprochen hast. Und gesagt hast, ja, der ist sicher genauso. Und so wie es dem Walter gesagt hat, weil er Probleme in der Kindheit gehabt oder so. Ja, das hat er. Und du musst dir ja ganz ehrlich sagen, ja, deswegen habe ich es ihm gesagt. Was der Probleme in der Kindheit gehabt hat, bitte? Entschuldige. Weißt du, meine Ausbildungen, die ich gemacht habe, Max? Du bist Fetisch-Lady. Ach so, ja. Na ja, was gut. Für Ausbildung? Ja, das ist alles, was du weißt über mich. Was für Ausbildung? Nein, es genügt dir, wenn du das weißt über mich. Nein, sag, was für Ausbildung? Also abschließend sage ich dir nochmal in die Augen, ich inszeniere hier nichts und ich bin so, wie ich bin. Punkt. Jetzt kannst du es glauben oder nicht. Aber es gab ja nicht nur Streitereien. Nein, Renate hat uns auch Dinge auf den Weg mitgegeben, die bis heute Gültigkeit haben. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, so habe ich zumindest verstanden und damit gehe ich mit dir konform. Das ist so wie mit dem Handy und mit der SIM-Card. Das Handy ist nur die Hülle und ich kann die SIM-Card aber überall reinstecken. Mhm. Natürlich ist die SIM-Card, da ist viel drauf. Natürlich verwischt ein bisschen was. Aber von der Basis her meinst du genau das. Genau, die SIM-Card nehme ich aus, dann gibt es ein anderes Handy. Das Handy ist eigentlich wurscht. Und unsere Aufgabe ist es nichts anderes, als wie unserer SIM-Karte bewusst zu werden, dass es eigentlich unser Leben oder alles, was wir sind, die SIM-Karte sind und nicht das Handy. Genau. Und wir glauben, wir sind das Handy. Und wie wir erfahren haben, arbeitet sie bei der Volkshilfe. Gleich nimmt Marion Platz. Marion war mit 21 das Kutscherhof-Küken. Sie bezeichnete sich als temperamentvoll, entschlossen und musikalisch. Hallo Marion. Hallo Max. Ja, du bist ja als Erste gegangen, beziehungsweise hast du gehen müssen, weil ich dich herausgewählt habe. Mhm. Ich habe zwei Kandidaten gehabt. Sag ich ganz ehrlich, es war der Christoph und die Marion und ich habe mich jetzt für die Marion entschlossen. 20 Jahre. Vor 20 Jahren ist das gewesen. Ist das schlimm für dich nachher? Nein, natürlich nicht. Ist mir schon ein bisschen unangenehm. Wir haben uns ja eh schon öfters gesehen, ist kein Thema. Einer hat gehen müssen, hat halt mich getroffen. Dass der Gewinner eigentlich dann immer jemanden rauswählen musste, ist schon ein sehr hartes. Ja, das war ein hartes System. Vor allem, es war echt die erste Sendung, wo das System so war. Sonst lag es immer am Publikum, dass das entscheidet. So lag es an einer Person. Das ist sicher auch für dich in dem Fall nicht leicht gewesen, nehme ich an. Was war so ein Highlight für dich in der einen Woche trotzdem? Das Highlight? Ja, das Taxifahren war halt schon cool, also ich war nicht so oft unterwegs, aber ich durfte den Harry Reithofer zum Wecker in der Früh bringen. Das war schon einmal eine coole Sache eigentlich. Ich bin sofort zu Hause, also ich sage noch 5 bis 10 Minuten maximal. Du bist in der Medienlandschaft voll eingeschlagen, dann war das so ein Grundtaxi-Rausch, um sich da so für die... Nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe meine Ausbildung in Richtung Werbung gemacht, das hat ja schon so ein bisschen mit Medien eigentlich zu tun. Und das hat sich dann so nach und nach ergeben. Ja, mittlerweile habe ich zwei Kinder. Den Ben, der ist 8 Jahre alt und die Nika, die ist 7 Jahre alt. Würdest du es wieder machen, trotz alledem? Fix. Die Frage, warum ich jetzt überlegt habe, war, ob ich es in der jetzigen Situation wieder machen würde. Das weiß ich nicht, mit zwei Kindern, ob ich da mich auf das Abenteuer einlassen würde. Grundsätzlich auf jeden Fall. And the night is out of range. Ja, und ich überlasse jetzt diesen Platz Magenta. Andrea war 26 und Ausstatterin. Vor allem war sie mit einer auffälligen Haarfarbe ausgestattet. Magenta. Maximiliano. Bist du gerne Taxi gefahren? Ja, wie das dann endlich so weit war, dass wir nur einen Kreis gefahren sind, bin ich sehr gerne gefahren. Da habe ich nicht viel falsch machen können. Aber so hast du dich ja oft verfahren auch, oder? 20 Jahren. Nein, ich kann mich jetzt konkret nur einmal erinnern, dass ich mich massiv verfahren bin. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht so oft erinnern, dass ich mir verfahren bin. Ja. Andrea für Robert, bitte dringend kommen. Sprecht. Ich habe jetzt den 2 Fahrgäste, und zwar Richtung Ulmenstraße. Ins Hotel, habe ich vergessen. Und mein GPS spinnt ein bisschen. Du musst mir da jetzt hinlotsen. Ulmenstraße. Ich bin jetzt in Richtung
Also ich bin jetzt am Ring und muss am Schmerlingplatz abbiegen. Und mein GPS ist mir weit voraus. Ulmenstraße im 14. Bezirk? Ja, es wird sonst keine geben. Ich habe nach wie vor keinen guten Orientierungssinn. Ganz ehrlich, ja, wird immer wieder gelacht über mich, wenn ich versuche, was zu finden. Ohne Google kann ich es gar nicht. We know Vienna better than you. Than you? And we are not from Vienna. Die Mama war damals am Funk, weil das GPS ausgefallen ist. Und sie hat versucht, mich hinzulotsen. Ja? Der ist hier schon ausgestiegen, der Gast. Perst, die sind ausgestiegen, Schatzl. Die Mama hat noch geschwafelt und geschwafelt. Und du musst da und du musst dort. Und ich hab schon, Mama, vergiss es, sind ausgestiegen. Urteilig, mitten am Flötzersteig. Im Nichts. Nein! Ja, das ist mir hochgradig peinlich, so ist mir noch nie passiert. Das ist nämlich lustig, weil wir jetzt vor zwei Tagen erst ein Mail von Ihnen bekommen haben, dass Sie jetzt am Ziel angekommen sind. Ja gut, da haben Sie aber 20 Kilometer gehabt. Seit Sie du durch Wien, ich meine, es gibt ja nichts, also gibt ja Schlechteres, oder? Und du warst ja damals sehr berühmt für deine Magenta-Haare, deswegen hast du den Namen Magenta bekommen. Das stimmt. Du hast aber aufgehört, warum? Aufgehört habe ich, weil ich schwanger wurde. Erstens verschieben sich die Prioritäten da geringfügig und zweitens ist die Blondierung nicht gut fürs ungeborene Kind. Und mein Sohn ist 16. Ich möchte auch nicht in Konkurrenz treten mit ihm und schon gar nicht im Partnerlook herumrennen, weil der färbt sich seine Haare alle vier Wochen anders, unter anderem auch Magentafarben. Umweltgedanke, kann ich mich erinnern, war ganz groß. Bei dir ist das nach wie vor so? Ja, ja, natürlich. Es gibt ja zum Beispiel das Bohunice, um jetzt mal kurz nur einen Einblick zu geben. Bohunice haben sie bei diesem europäischen Gipfel, jetzt dann irgendwo im Dezember war das? Haben Sie darüber beschlossen, dass das geschlossen wird oder so? Ja. Es kann jeder im Kleinen im Haushalt was tun. Ja. Also versuchen, plastikfrei zu leben, versuchen, Garage-Shampoo zu verwenden, wo Mikroplastik drinnen ist, oder Silikone oder Parabene, feste Seifen nehmen, Bienenwachstücher nehmen statt Alufolie und Plastiksackerln. Also ich versuche da schon irgendwie auch bei meinem Sohn ein Umdenken zu forcieren, und das funktioniert da ganz gut. Nach Taxi Orange, da war ich auf der Akademie der Bildenden Künste und habe Installation und Druckgrafik gemacht, und da habe ich auch einen Abschluss gemacht. Installation und Druckgrafik? Ja. Was macht man da genau ein bisschen? Installationen und Druckgrafik. Toll, danke. Ja. Ein Herzensprojekt hast du. Was ist das für eins? Ein berufliches Herzensprojekt habe ich. Ja, das ist die Theatergruppe Nesterwald. Erzähl uns was drüber. Da bin ich die Bühnenbildnerin und Ausstatterin. Es ist so, dass ich die große Ehre und Verantwortung habe, die Zuschauerinnen, also das Publikum, in eine andere Welt einzuführen. Ja? Und das ist immer sehr aufregend und sehr spannend. Was war denn das Highlight damals? Kannst du dich an was erinnern, damals im Kutschhof, was für dich ein Highlight war? Ein Highlight? Ja. Wenn du dich erinnerst, wir waren mal im Autokino mit zwei Autos. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesehen haben, aber da habe ich begriffen, dass mein Leben, das vorher existiert hat, außen vorbei war. Da habe ich das erste Mal das wirklich begriffen, und da hat es mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Weil wir sind da hingekommen und es waren gefühlte Millionen Menschen. Und wie ich aufs Klo haben müssen, haben mit zwei Bodyguards so durch die Menge gezogen. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ein Albtraum. Wenn das jetzt immer so ist, dass ich nicht einmal ins Autokino gehen kann, dann, wenn ich ausgezogen bin, ist es nicht mehr so wie vorher, zumindest eine lange Zeit nicht. Ja. Und dann bin ich in dieses Mädchenklo rein, und dann war da, weiß ich nicht, ich glaube, ein weiblicher Bodyguard oder irgendwer war noch da, glaube ich, oder auch nicht. Auf alle Fälle habe ich die Klotür aufgemacht, und es kam gerade ein Mädchen vom wirklichen Klo raus. Ja. Und die Tür geht auf und ich stehe da vorne, und die hat einen Schreikrampf gekriegt. Ja? Also am Positiven natürlich. Aber ich meine, ich bin ja nicht die Beatles im Shea-Stadion. Bist du dir sicher, dass das ein Positiver war? Wenn du mir jetzt so fragst, natürlich nicht. Ja. Würdest du das nochmal machen? Das ist eine Frage, die mir seit 20 Jahren immer wieder gestellt wird. Mit dem jetzigen Wissensstand nein, weil ich habe es ja gemacht. Aber ich möchte es auch nicht missen. Also mit dem damaligen Wissensstand ja. Die Frage kann man aktuell eigentlich nicht beantworten, oder? Wir haben sie hinter uns. Ja, ich habe ja im Kutschhof, kann ich mich erinnern, die Gitarre gehabt und habe sehr viele Lieder geschrieben damals. Das Taxi, also dieses Trink mein Melange im Taxi Orange, was wahrscheinlich eh noch jeder kennen wird. Ich trink mein Melange im Taxi Orange. Ich trink mein Melange im Taxi Orange. Im Auge des Gesetzes bin ich ein unglaublicher Krimineller. Und doch erwischt hat mich der grüne Stoff noch nie, denn ich war immer ein bisschen schneller. Der Abschied tut weh, doch ich weiß, wir werden uns wiedersehen. Ein Herz aus 13 Teilen wird wieder vereint. Ja, also in 75 Tagen kann man schon ein paar Lieder schreiben. Der größte Hit der Sendung war trotzdem der Titelsong Siegerstraße von der Band Orange. Auf der Siegerstraße, die graue Welt.
Ja, langweilig war uns nie, weil wir haben ja immer Aufgaben bekommen. Unter anderem war damals auch eine Modenschau, die Mama großartig moderiert hat. Das nächste Modell ist Walter. Design Andrew Michael. Andrea führte den Schulmädchen-Look für das Frühjahr 2001 vor. Reinheit, frisch gefallenes Schnee, und zu dem Motto, das Innere manifestiert sich im Äußeren. Cézanne, das bezaubernde Modell Plasmatic aus dem Hause Hansi Creations. Hier sehen Sie die ganzen Modelle noch in ihrer Gesamtheit. Jedes Modell eine Königin und ein König für sich. Sabine war 25, offen, spontan und direkt. Ja, die Sabine, unsere Schokomaus, war die erste Frau, die damals den Kutscherhof betreten hat. Sie war die erste, die die Toiletten untersucht hat. Vor, gibt's ein Klo? Das da. Und jetzt, 20 Jahre später, ist sie in New York in einer Kunstgalerie angestellt. Recht schöne Grüße nach New York. So, und jetzt wird diese Bank zur Trainingsbank, denn jetzt kommt unser Trainer. Reinhard war 30, vom Beruf und vom Typ her Tennislehrer, sportlich, ehrgeizig und ernährungsbewusst. Reini, 20 Jahre danach, unser Trainer, jetzt auf der heißen Bank. Was erinnert dich an damals? Ja, der Sieger. Der Sieger erinnert mich, der sitzt mir gegenüber. Ja. Und ansonsten eigentlich nur Positives und neue Erfahrungen, die ich vorher nicht gehabt habe. In allen Belangen, in vielen, vielen Belangen. Das fängt an von neuen Charaktere kennenlernen, die ich vorher nicht kennengelernt habe. Ja, ich freue mich, wenn ich alle jetzt wiedersehe. Und ja, auch das Hinterher war natürlich eine absolute Erfahrung. Für viele Glatteis. Aber ja, glaube ich, wir haben das alle als Glatteis ganz gut bewältigt. Du bist als 13er eingezogen damals. Das war ja quasi so die große Überraschung, weil uns alle gesagt, das sind nur 12. Und du bist dann als 13er gemacht, was ist mit dir? Wer bist du? Wieso bist du jetzt auf einmal da? Kannst du dich erinnern dran? Na so, das kann ich mir selbst bestens erinnern. Ich war selbst überrascht, nicht? Dann hat man ja auch gesagt, ich bin 12. 12 Kandidaten befinden sich schon im Kutscherhof. Und sie rechnen nicht mit einem 13. Kandidaten, der gleich einziehen wird. Hallo? 13? Ja! Na! Es gibt zwei Fünfbettzimmer und ein Doppelzimmer. 5 + 5 = 10, + 2 = 12. Als 13er hätte ich dann die Wahl gehabt natürlich, was mache ich, schlafe am Boden? Oder haben wir die Geschichte mit dem Bett, ne? Wer ja. Schlaft wo, ne? Ja. Und ich habe mir das Bett bei der Linda ausgeschlagen, weil ich ja Wahnsinn. Ne? Ja, damals. Du bist im Doppelbett mit der Linda, ich hätte die Wahl gewonnen, ja. Mit, unter Anführungszeichen, ne? Ich hätte bei der Linda geschlafen und habe den Chris am Boden, ne? So nett war ich. Ah, schon damals so? So. Naja, beziehungstechnisch damals. Du bist in die Geschichte eingegangen als Trainer. Du hast uns ja alle trainiert. Machen wir so ein Zirkeltraining, oder? Mhm. Mit Stationen, wo 10 Stationen haben mit 10 Teilnehmer oder so. Mhm. Achtung, fertig, los! Und wo man Übung links-rechts machen kann, wie beim Bizeps oder bei mir den Beinen, machen wir halbe Minute links, halbe Minute rechts. Noch 20! Hey baby, got it you. Bam, 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 la, la, la. Es hat das Leben sicherlich geprägt und unsere Charaktere, glaube ich, aller. Und ich habe viel mitgenommen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Vor allem, ich habe mir nachgedacht, in Zukunft sage ich mal das, was man denkt. Diese Anfangsharmonie, ja, die sich sicherlich ab heute schlagartig ändert. Du wirst das sehen. Das ändert sich jetzt schon. Schau, jetzt sitzen wir da sitzen drei, die zwei reden da drüben. Ja. Das ändert sich. Ja, aber das war aber immer schon. Naja, aber ich sag's dir, also denk an meine Worte. Vielleicht liege ich falsch. Ja, dann ziehe ich es wieder zurück und sage, okay, ich war unrecht. Ich war aufgrund der Sendungskonstellation etc. natürlich, da, ja, da sind Profis am Werk, da wird ein bisschen so und so, es wird alles ein bisschen so dargestellt. Das ist klar, ne? Die Aufzeichnungssendung etc. Und da haben wir gedacht, pfeif drauf im Leben, du sagst, dass du es da denkst, gerade raus.
Und solange es die Wahrheit ist, kann man keiner was tun. Du warst ja ein harter Verfechter fürs Nichtrauchen. Also du hast gesagt, das taugt überhaupt nicht das Geld, was wir verdienen beim Taxifahren, dass das in Zigaretten investiert wird. Kannst du dich erinnern? Nein, investiert mir nicht. Du hast mich verführt. Das ist ein großer Unterschied. Wie verführt? Du hast doch nicht geraucht. Oh ja. Nein. Das kam riesengroß rüber. Mit dir eine Zigarette, die zweite in meinem Leben. Ja, da habe ich mich sogar aufgeregt nachher. Okay. Riesengroß, kann mich noch gut erinnern. Okay. Wie ist es nach Taxi Orange beruflich bei dir weitergegangen? Ich habe mich dann als Trainer, Trainer für 4-5 Jahre als Trainer gezeigt für in verschiedenen Bereichen. Ja. Das heißt von der sportmedizinischen Leistungsdiagnostik im Bereich echten Real Personal, Private Personal Coaching, wo ich ins Ausland gefahren bin und mit Top-Managern trainiert habe. Oh je. Haben wir die Streife runter, ja? Wir schieben uns in der Stadthaus. Los geht's! Ja! Und dann haben wir gedacht, ab einem gewissen Alter haben wir gedacht, na, willst du das mit 50 noch machen? Und dann haben wir es überlegt und dann haben wir gesagt, nein. Und dann bin ich in die Pharmabranche umgestiegen und das war genau das Goldrichtige. Und da bin ich jetzt noch immer sehr zufrieden, sehr glücklich und es läuft alles hervorragend. Du hast Kinder, eins, zwei? Einen Sohn. Und das ist das Beste, was passieren konnte. Ist es auch ein kleiner Trainer schon? Ob er Trainer wird, weiß ich nicht. Ein Sänger vielleicht. Ein Sänger? Ja, er singt unglaublich gern im Auto. Nein, ich brauch nicht dein Geld, kauf die Gucci-Tasche selbst. Hast du eine Ganzkörperübung für uns jetzt, spontan? Eine spontane Ganzkörperübung? Ja. Naja, wenn du es mitmachst. Magst du nur so stehen? Das ist doch nicht der Ernst jetzt, oder? Du musst nicht die Beine strecken. Ich, was heißt denn, die Beine strecken? Das ist das geringste Problem. Du kannst ja strecken. Ich würde dir helfen, wenn du überschlägst. So ein sautepperter Idee. Es reicht. Ja, so ist super, oder? Mal mit einem Fuß unten, genau. Das ist eine gute Ganzkörperübung. Mhm, ganz toll. Die krempelt Körper, Geist und Seele um. Na, ich merk's gerade, ja? Hey, danke, wirklich, super. Wirklich. 20 Jahre danach, würdest du trotzdem wieder in den Kutscherdorf einziehen? Wenn du die also Zeit wenn ich alle könntest? So sehe, wie alle jetzt beieinander sind, ja. Auf jeden Fall, weil eigentlich hat sich nichts verändert, sondern ich komme mir jetzt gerade vor, eigentlich wie damals. Ein Sommer wie damals. Ein Sommer wie oder damals. Ein Herbst wie damals. Ein Herbst wie damals, ja. So ist es. Es gibt nur einen Unterschied. Rapid ist, glaube ich, fast nie mehr Meister geworden. Ja, das ist wohl wahr. Weh, ne? Und eine. Ja, und jetzt freue ich mich auf Linda. Linda war beim Einzug in den Kutscherhof 23 und studierte Zoologie. Unkompliziert, vorsichtig, neugierig. Hallo Linda. Hallo. 20 Jahre danach, wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, dankeschön. 20 Jahre später und man sieht alle wieder und kaum jemand hat sich verändert. Ich muss dich gleich auf mein Highlight ansprechen bei Taxi Orange. Das war die Staubsaugergeschichte. Wie lange hat dich das noch verfolgt? Naja, meine Zimmermädchenkarriere war sozusagen schnell beendet. Linda? Ja, hallo. Und zwar, ich wollte gerade saugen und ich weiß aber nicht, wie es funktioniert. Das ist aber ein Scherz, oder? Nein, kein Scherz. Also man nimmt den Staubsauger, steckt ihn an die Steckdose. Weißt du, das ist so ein kleines Ding mit zwei Öffnungen. Und dann steckst du das andere Ding mit den zwei Steckern hinein. Und dann suchst du den Knopf und dann auf On und dann sollte er funktionieren. Christoph, ich weck dich ja nur ungern, aber wir müssten hier mal saugen. Und Christoph, ich bin so unfähig und weiß nicht, wie ich das Kabel rausbekomme aus dem Staubsauger. Könntest du mal schauen? Das wäre wirklich ganz, ganz extra süß von dir. Weil der Andi verarscht mich nur am Funk. Der gibt mir keine gescheite Auskunft. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert hier. Irgendwie muss ich das da aufmachen. Oh, hier ist es. Ich bin so ein Idiot. Was war für dich ein Highlight im Kutscherhof? Was hat dir am meisten gefallen? Kannst du dich da noch erinnern? Als die Katze reinkam. Der Orange. Der
schauen und sie aussuchen, wo er jetzt hingeht. Die muss er erkunden. Meist ist süß. Du hast ja den Orange dann damals auch mitgenommen. Genau. Und wie ist denn dann bei dir gegangen? Erzählst du uns kurz was? Ja, sehr gut. Also, der war Freigänger und war sozusagen der Anführer. Das war so richtig der Gang-Kater. Also, da haben alle Katertreffen bei uns stattgefunden. Wirklich? Und er war wirklich so, ja, richtig so der Anführer von und dieser Gang. Wie alt ist er geworden? Nicht besonders alt. Also, der ist sehr bald leider überfahren worden. Oh je. Sehr traurig. Also, haben wir überfahren. Unseren Krater. Orange, wir werden dir alles geben. Du bist ein Teil von unserem Leben. Orange, Orange, du bist live dabei. Deine Einsamkeit ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt auch eine Katze natürlich. Wie heißt sie? Mia Lucy dos Santos Stofftier. Bitte was? Nochmal? Mia Lucy dos Santos Stofftier. So rufst du sie auch? Nur wenn sie schlimm ist. Was auch in Erinnerung ist, deine legendären Auftritte gemeinsam mit dem Trainer. Ich glaube, er hat schon 200 gemacht. In Sit-Ups habe ich mich, glaube ich, da schon verbessert in dem Haus. So wie Sit-Ups schon lange nicht mehr gemacht. Aber du hast eh schon so einen schönen Waschbrettbauch. Warum krieg ich denn nicht? Ich mache viel mehr Sit-Ups als du. Naja, du hast eh das Waschbrett runter. Aber drüber musst du noch ein bisschen. Ja, super. Bisschen laufen. Sagen wir jetzt, dass ich drüber eine Fettschicht habe. Sag's nur. Das ist ein Faktum. Aber das ist ein Negativ. Da musst du ja, was du trainieren musst oder ein Mädel trainieren musst, damit das ist, vergiss es. Ja, ich habe aber sicher so viel. Nein. Ja. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe weder hingeschaut noch hingegriffen bis jetzt. Ich will es ja gar nicht. Ne? Sollst du nicht. Meine Hände bleiben da bei mir. Wir treffen uns auch heute noch, wir sind sehr gut befreundet und trainieren auch manchmal gemeinsam. Nein, wir sind wirklich? Ja beide Fitnesstrainer mittlerweile. Ich meine, er war es eh schon immer, ich mittlerweile auch. Und das ist schon eine gegenseitige Motivation. Du hast ja damals schon Biologie studiert oder war das Studium war noch laufend? Das Studium ist damals gelaufen, ja, und das habe ich dann beendet. Abgeschlossen, eben Magister der Biologie. Ja. Habe dann auch noch Medienkunde dazu gemacht, also sozusagen in Richtung Wissenschaftsjournalismus. Ich mache jetzt Lindy Hop, ich mache Pole Dance, ich mache Chair Dance. Du machst Pole Dance? Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Für wen machst du Pole Dance? Nein, nicht in einem Nachtclub. Nein, aber ich meine, trotz alledem, das warum? Das ist ja eigentlich was sehr Sportliches. Was hat dir am meisten gefallen oder was hast du am positivsten in Erinnerung? Na, dass man so viele neue Leute kennenlernt und dass das Ganze so eine Art Projekt wie ein Skikurs war, wo man sich kennenlernt, wo man keine äußeren Einflüsse hat irgendwie und dass man sich da mit den anderen auseinandersetzt und auch mit sich selber irgendwo. Also sowas ist schon auch ja, ein besonderes Erlebnis. Wow! Ja, und wir durften ja in unseren Taxis auch ab und zu Prominente chauffieren. Und ich werde nie vergessen, wie er eingestiegen ist. Il Genio, Dejan Savicevic. Da war Rapid noch wirklich wer. Um Gottes Willen, Dejan Savicevic! Na, um Gottes Willen, dass ich das erleben darf. Weißt du, wer bei mir jetzt gleich einsteigt? Oh, mein Amour, ich lass dich nie mehr allein. Oh, mein Chéri, soll für den Berg sein. Komm und fliege mit mir vor, zu einem Mann an fremden Ort. Also ich hab mir gedacht, die siehst du jetzt nicht da. Der verrückteste Fan fährt mit Taxi Orange. Ich stehe auch irre auf die Beatles. Baby, you can drive my car. Du, 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 du. Baby, we will get real far. Cause baby, I love you. Bam, bam, bam. Beep, 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 yeah! Alter, den Sound kappern. Und nicht zu schnell fahren. Grüß Gott, Herr Klammer. Che angelo sei, se voli non vuoi lasciarmi volare. Nie vergessen werden wir auch unseren wunderschönen Chris. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch immer alle erinnern. Hallo. Hallo. Hey, hallo. 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 Er ist dann Schauspieler geworden. Action. Chris, wenn du uns zuschaust, alles erdenklich Gute und hallo. Hallo. Jetzt übernimmt Andi.
Andreas war mit 34 der älteste Mann in der Runde. Witzig, charmant und abenteuerlustig. Andi, 20 Jahre danach, du strahlst übers ganze Gesicht. Warum auch nicht, ne? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles bestens. Gott sei Dank, alles gesund, alles munter. Kann mich nicht beschweren. Woran erinnerst du dich am meisten? Damals? Ja, an den Einzug, das war recht spannend, weil wir da, wie gesagt, 13 Leute plötzlich waren. War eine coole Zeit, also ich möchte es nicht missen und ich war froh, dass ich dabei war. Ich habe mich eigentlich relativ schnell wieder zurückgezogen aus dem Ganzen. Also ich war eigentlich mit, ich glaube mit Ende des Jahres ist die Sendung zu Ende gewesen und im darauffolgenden schon wieder ganz normal ins normale Berufs- und Alltagsleben zurückgekehrt. Habe einige lustige Phasen dann erlebt, zum Beispiel in Salzburg kann ich mich erinnern, da bin ich in einem Café gesessen und sitze ganz alleine, denke mir, cool, passt. Auf einmal kommt so ein kleines Mädchen und sagt zu mir, Entschuldigung, bist du der Andreas vom Taxi Rausch? Und ich schau, passt, niemand da, geht. Sag ich, ja, bin ich. Er ist es! Und eine Schulklasse mit 30, 40 Leuten immer gewesen. Ruhe da draußen, mit dir rede ich jetzt gar nicht. Ich glaube, auch sehr geprägt hat dich, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, beim Stadion, ja, wo sie das Auto so geschaukelt haben, dass der richtig Panik gehabt, gell? Genau, das war ein ungutes Gefühl, weil man ziemlich hilflos drinnen gesessen ist. Aufhören! Aus, 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 aufhören, aufhören. Das war schon sehr beängstigend, dieses Momentum. Aber schlimmer ist es gegangen, den Kameramann, der hinten gesessen ist, weil der hat wirklich hier Panik und Angst gehabt. Also wirklich? Der ist dann ausgestiegen. Und das Lustige, ich bin dann draufgekommen, der Typ war der Nebenbuhler von meiner damaligen Ex-Freundin. Andi, was machst du heute? Ich bin selbstständig, bin Versicherungsmakler, habe ein eigenes kleines Büro hier in der Nähe. Und ja, eine unserer gemeinsamen Mitbewohnerin ist sogar eine liebe, gute Kundin von mir. Hola, Chica. ¿Qué tal? Jetzt kommt unsere Silke. Silke war 23, Krankenpflegerin, ehrlich, herzlich. Sie tanzte als Disco-Queen, bis der Arzt kam. Hola, Max. ¿Qué tal estás? Sí. Muy bien, gracias. Sí, sí. Erinnerst du dich gerne zurück? Auf jeden Fall. Also das hat, Taxi Rausch hat eigentlich, bin von innerhalb von diesen 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen bin ich erwachsen worden. Du warst ja damals sehr verliebt in Hansi, gell? Ist das richtig? Ja, immer das Verliebtsein. Man hat eine Gaudi gehabt, man hat gelacht und so weiter. Und ja, beim Hansi haben wir uns auch gleich gut verstanden. Ich meine, es ist voll. Aber heute zum Beispiel hat der Hansi drüben geschlafen, gell? Ich habe nicht schlafen können. Ich habe immer wieder aufs Bett schauen müssen. Und mir gedacht, ach, ist er gekommen und da ist er wieder nicht da. Das heißt, ich warte, ich glaube, der kommt noch. Ich habe nicht schlafen können. Und ein trauriger oder negativer Moment, was war das für dich vielleicht? Ich würde jetzt nicht sagen traurig oder negativ, aber zum Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Moment, das war für mich total erschreckend. Da waren Massen von Menschen und das war irgendwie so. Die haben geschrien mit Autogrammen und ich bin gerade einmal in den Kutscherhof reingekommen. Und das war irgendwie so ein Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, da ist mir wirklich bewusst geworden, hallo, hey, wie viele Leute das eigentlich sehen, wie präsent wir sind. Und das war für mich irgendwie ein ganz einschneidendes Erlebnis. Taxi Orange aber nicht der Grund dafür, dass du dann ins Ausland gezogen bist. Es hat vielleicht ein bisschen was mit dem zu tun gehabt, nicht das Ausland, sondern einfach sagen, so, es wird mir irgendwie zu viel, ich gehe jetzt einfach weg. Mhm. Ich habe als Reiseleiter gearbeitet und das Tolle, einfach so viel verschiedene Nationalitäten, man wird einfach, das ist alles ein bisschen so leichter. Also das war ganz, ganz eine tolle Zeit, aber durch einen Zufall bin jetzt wieder in Österreich, seit 2,5 Jahren, 3 Jahren, und habe meine große Liebe gefunden. Wo hast du die Liebe kennengelernt? Zufällig auf Lanzarote und nicht die Schlimmste, aber ich habe ihn so kennengelernt, weil ich irgendwie angeblich arrogant rübergekommen bin. Hat er gesagt, wer bist du? Soll ich dich vielleicht vom Fernsehen kennen? Und ich gleich, ja, ich war im Taxi raus. Und er so, das war ein Scherz. Ich arbeite wirklich für eine ganz tolle Firma, die sich Innovation und Nachhaltigkeit widmet und die Hotels halt eben mit E-Mobility ausstattet. Was heißt Taxi Orange auf Spanisch? Taxi Naranja. Naranja heißt Orange. Naranja. Aranca. Naranja. Ich räume diese Bank für unseren Doktor.
Hansjörg. Unser Tierarzt Hansjörg war damals noch Student. 23, offen, spontan und intelligent. Hansi, 20 Jahre danach. Yes. Wie geht's dir heute? Du, danke, eigentlich blendend. Bin rundum zufrieden. Perfekt. An was erinnerst du dich noch damals? An viele Sachen. Also war natürlich eine extrem aufregende Zeit. Zum Alter bestens gepasst mit 20. Was wünscht man sich mehr, sag ich jetzt einmal. Als du damals eingezogen bist, hat dich ja dein Bruder sozusagen als Frauenschwarm vorgestellt. Mein Bruder ist mehr der Draufgänger. Er kann nicht Nein sagen. Er muss überall und immer dabei sein und stürzt sich somit in die seltsamsten Abenteuer. Ich wach oft auf am Wochenende und ja, ich schaue dann sehr oft in Gesichter von den verschiedensten Frauen. Diese Bilder, ich weiß nicht, ob sie täuschen, aber du warst ja dann mit der Silke einmal zusammen. Ja. Im Bett. Im Bett, ja, ja. Nein, wir waren alle irgendwie im Bett. Ja. Also, ich weiß ja, Max und mir haben ja immer. Ja, aber ich war nicht mit dir im Bett. Im Bett. Nein, mit mir nicht, aber du warst vielleicht einmal im selben Bett, nicht zur gleichen Zeit. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, oder? Du weißt schon, worauf ich anspreche. Ja, nein, natürlich, da stehe ich auch dazu. Das war extrem cool. Silke war und ist eine frische Frau, hab sie heute auch wieder gesehen, freue mich sehr. Ist ja nicht verboten, da zur damaligen Zeit im jugendlichen Datendrang, dass man da bla bla bla. Spaß hat. Spaß hat. Ja? Spaß hat, ja. Für mich war es eine super Zeit, hab das sehr genossen, aber im Hintergrund immer den Blick eigentlich schon Richtung Studium gehabt. Und schwerer wieder Abschied war eigentlich wieder der Einstieg ins Studium dann am Anfang, aber ja, es ist gelungen, bin heilfroh drüber. Zusammen mit einem Partner haben wir eine so in Österreich gesehene mittelgroße Klinik und sind recht glücklich, dass wir da alle ganz gut betreuen können im Bezirk. Ja. Meine Frau ist eine Humanmedizinerin, also die ist Unfallchirurgin und Orthopädin. Und da tauschen wir uns immer wieder aus und es ist ganz witzig, wie die Orthopäden und Unfallchirurgen oft einmal beeindruckt sein, was wir quasi machen. Ja. Und nein, das deckt sie teilweise schon ziemlich. Ja. Ah, ja, weil dann Fuß und nicht. Ha, Schatz, in der Hand. Ha, ha, ha. So ungefähr, ja. Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Ich habe eine 2-jährige Tochter. Ah, ganz frisch noch. Ist relativ frisch und erwarte auch Nachwuchs im Februar. Nein! Also, jawohl. Und so geht's dahin. Ja. Wie war das für dich nachher, nach Taxi Orange? Hast du das auch so, diesen Hype dann erst nachher mitbekommen? Ja, nein, absolut. Also wir haben ja, ich habe da mit Walter damals musikalisch, in Anführungszeichen, uns versucht und haben da mal richtig Gas gegeben. Und da haben wir natürlich schon gespürt, dass da die Post abgegangen ist, ja. Ziemlich viele Auftritte bis Mallorca runter. Also das war schon richtig lässig. Ja. Ja, und jeder fragt sich natürlich, was ist mit dem Walter, mit dem Watzinger los? Wir haben ihn leider nicht erreicht, aber ich hoffe, er schaut uns auch zu. Und wir sagen auf diesem Weg alles erdenklich Gute. Max war Schauspieler, 29 und liebte die Kamera, auch wenn sie noch so versteckt war. Ja, und wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, was ist aus mir geworden? Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil das Lustige ist, dass sich meine Geschichte eigentlich 20 Jahre danach geschlossen hat, weil ich bin ja damals zu Taxi Orange gegangen wegen der Musik. Und 20 Jahre später, letztes Jahr im Oktober 2019, hat das endlich gefruchtet, nachdem ich wieder begonnen habe. In Deutschland läuft meine Musik rauf und runter, in Österreich leider noch nicht. Ich habe 2 Kinder, 2 Töchter, die sind 11 und 14. Mit seiner Tochter Leni stürmte Max die Charts mit dem Hit Erde. Ich bin es, dein Kapitän. Lass los, sie werden es nie verstehen. Ja, das war's mit 20 Jahre Taxi Orange. Mein Gott, Kinder, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich kann euch eins versprechen, wir sehen uns wieder, nämlich in 20 Jahren. Ich trink mein Melange im Taxi Orange. A Sacher dort ist dabei, dazu hat gekochtes Ei. Ich trink mein Melange
im Taxi Orange.